Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das heutige Thema ist Anforderungen an die Verwaltung einer pauschalodierten Unterstützungskasse, Checkliste für eine pauschalodierte Unterstützungskassenverwaltung. Die Entscheidung für eine pauschalodierte Unterstützungskasse für den Versorgungsweg ist ja immer ein sehr langjähriges und langfristiges Thema und sollte auch mit einer entsprechenden Sorgsamkeit und Bedacht entschieden werden. Die wichtigste Anforderung, die wichtigste Frage, die man stellen muss, welche Erfahrung steckt hinter einer Verwaltungsgesellschaft? Wie viele Jahre, wie lange ist die Verwaltungsgesellschaft am Markt? Wie lange ist es in dem Bereich bereits tätig? Genauso entscheidend das Alter der verwalteten Unterstützungskasse. Heute handelt es sich um Neugründungen und eine neue Verwaltungsgesellschaft oder steckt auch hinter der Unterstützungskasse eine langjährige Erfahrung, Betriebsprüfungen, die bereits erfolgreich absolviert wurden. Ganz wichtig. Wichtige Anforderungen auch, welcher Hintergrund ist hinter der Verwaltungsgesellschaft? Ist die Verwaltungsgesellschaft gewerblichen Ursprungs oder ist die Verwaltungsgesellschaft mit berufsrechtlichem Hintergrund? Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte sind für ein dermaßen komplexes rechtliches Instrument wie die betriebliche Altersvorsorge, wie die pauschalodierte Unterstützungskasse enorm wichtig. Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, letztendlich Betriebswirtschaft für eine sinnvolle Ausgestaltung sind die wesentlichen Eckpfeiler und erfordern auch dementsprechende Kompetenz. Wichtig ist auch, dass es sich nicht um Standortmodelle handelt. Die pauschalodierte Unterstützungskasse ist ein dermaßen flexibles, dermaßen individuell zuschneidbares Instrument, dass sie auf jeden Einzelfall angepasst werden muss. Das funktioniert nur mit Rechtsanwälten, mit rechtssicheren Versorgungsordnungen, mit rechtssicheren Leistungsplänen, mit einer individuellen betriebswirtschaftlich mathematisch austarierten Berechnung und Modellgestaltung. Ganz wichtig auch das Thema Mathematiker, Aktuare. Viele Unterstützungskassen sind nicht in der Lage, Rentenzusagen abzubilden. Rentenzusagen sind ja seit jeher, seit alters her das Grundversorgungsinstrument der betrieblichen Altersvorsorge, speziell einer pauschalodierten Unterstützungskasse. Auch betriebswirtschaftlich natürlich sehr wichtig. Das Geld bleibt durch Rentenzahlungen lang im Unternehmen gebunden. Das Thema Lebenserwartung, Langlebigkeit wird durch das Kollektiv, wird durch den Durchschnitt auch im Unternehmen ausgeglichen. Kapitalzusagen sind natürlich wichtig, jedoch nur als Option innerhalb von Rentenzusagen. Das Optionsrecht sollte hier auch beim Arbeitgeber liegen. Weitere Anforderungen aus meiner Sicht ganz wichtig, keine Verbindung zu Kapitalanlagegesellschaften, keine Verbindung zu Produktgesellschaften, keine Verbindung zu irgendwelchen Vermittlungsleistungen. Die pauschalodierte Unterstützungskassenverwaltung ist eine komplexe Tätigkeit, die für sich selbst genug ist. Hier sind auch verschiedene Gesellschaften zu unterscheiden. Die einen, die vom fachlichen Hintergrund ausgehen, die anderen, die die pauschalodierte Unterstützungskasse lediglich als Vertriebsvehikel für Produkte nutzen. Wichtig ist auch die Gebührenseite. Transparente, langfristig sichere und kalkulierbare Gebühren sind ein wesentliches Entscheidungskriterium. Gebühren sollten auch nach einer degressiven Staffel erfolgen. Die Verwaltungskosten sollen je nach Größenordnung des Unternehmens degressiv fallen. Es ist ganz klar, dass in Unternehmen 10, 15 oder 20, vielleicht auch nur 5, 6, 7 Mitarbeitern einen höheren Verwaltungsaufwand macht, proportional als ein Unternehmen mit 500 oder 1000 Mitarbeitern. Hier ist der Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter natürlich unterproportional, das heißt, sollte auch mit degressiven Kosten belegt sein. Wichtig ist natürlich auch die Größe und damit die Unabhängigkeit der Verwaltungsgesellschaft. Mehrfachbesetzung aller Positionen von Mathematikern bis Betriebswirten, von Steuerberatern, von Rechtsanwälten und letztendlich auch von Verwaltungspersonal sind absolut wichtig. Und auch für so eine langfristige Frage, für so eine langfristige Entscheidung von erheblicher Bedeutung. Ja, letztes Thema sind natürlich auch die Konzeptionsberechnung, die Musterberechnungen. Welche Flexibilität besteht in der Ausgestaltung des Versorgungswerkes? Welche Flexibilität besteht in der Gestaltung? Welche Anforderungen sind überhaupt an Musterberechnung zu stellen? Und hierzu haben wir einen eigenen Vortrag in YouTube eingestellt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.